Hey, das gibt eine super Party heute Abend. Wer kommt eigentlich aus? Ich habe alle eingeladen. Der Marco und Diana, Kurt und Barbara, der Stefan und Maria und Susanna oder Kevin. Was, der Kevin? Ja. Und Susanna? Ja. Super, haben wir die müssen einladen? Ja, was willst du? Hey, sag dir eins. Wenn heute Abend hier irgendjemand Krach anfällt, dann fliegt er raus. Es soll eine richtig gute Party werden. Und ich mag keinen Puff da drin. Verschwindet in unserem WC. Ja, das ist zusammen. Ja. Jetzt machen wir einmal etwas ganz Verrücktes. Ja. Wir essen im Bett. Voilà, Gesundheit, Unglück. Hast du es gesehen? Was? Sie? Also, wie läuft es mit dir und Sascha? Ich weiß ja wirklich nicht, was du von mir verstecken willst, aber es muss etwas Grossartiges sein. Du bist auch fies, fies brutal. Ach, du hast mir die brutale Seite geweckt. Vor mir uns erkennt, bin ich ein Pazifist. Du wechselst mich auf! Geh! Kannst du wenigstens das Gewicht gegen vorne verlagern? Nein, das geht nicht. Es gibt einen enormen Druck an vollen Muskeln im Unterleib. Ja, ist dir das mit der Sarah so gegangen? Das Beste an der Sarah ist ihre Effizienz. Sie ist amüsant und blitzgescheit. Auf der anderen Seite kann sie ja ziemlich launisch und wankelmütig sein. Aber summa summarum hätte ich es auch schlechter treffen können. Ich komme! Oh, alle Mann in Deckung! Ja, auf die Füße! Ui, ui, ui. Oh, Schatz! Bitte führt den Fisch! Du langweilst dich doch nicht mit mir. Selten. Was? Also, ich probiere, dass ich von jetzt an nicht mehr so langweilig bin. So war doch das nicht gemeint. Ich kann ja von morgen an, wenn ich ins Bett komme, eine lustige Hut anlegen. Sonst frag am Alter Mona Pfeffli, ob die sich gelangweilt hat. Die kann dir ein paar Sachen erzählen, das sagt er. Hallo Papa, wie geht's dir? Bist du wieder zurück von Rom? Das ist nicht der Kevin. Das ist irgendein Österreicher.